So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Oder besser gesagt zu einem Let's Test. Ich will mal einfach testen, wie dieses Spiel bei euch ankommt. Und zwar das Spiel Farming Simulator 19 oder auch besser gesagt Landwirtschaft Simulator 19. Ich muss gleich am Anfang sagen, ich habe keinen Plan. Ich habe einfach keinen Plan. Ich habe das Spiel schon mal getestet. Und wir sind hier auf der Karte Felsbrunn. Und ja, ich habe schon die Tutorials, bin ich schon alle durchgegangen und ich starte jetzt einfach in die Karriere. Ich will jetzt hier meine große Farm eröffnen hier. Oder besser gesagt, ich habe sie schon eröffnet. Und man hat hier schon einige Tipps, zum Beispiel hier sieht man, ich habe hier Weizen angepflanzt. Und es ist erntereif, also das heißt, wir können hier wahrscheinlich mit dem Teil hier, denke ich mal, hier das Feld hier ernten. Und hier ist schon geerntet, nur hier muss man dann hier das Teil wieder bereit machen zum nächsten Bepflanzen wahrscheinlich. Also ich habe schon mal die Tutorials durchgegangen. Ich habe die Grafikeinstellung auf komplett Ultra. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Teil hier. Und wir haben hier auch etwas, und zwar... Warte mal ganz kurz, ich muss nur... Ja, ist immer so ein bisschen schwer mit der Lautstärke. So, ich hoffe, ich bin nicht zu laut und das Spiel ist nicht zu leise, aber... Naja, mal schauen. Also, New Holland TX32 Header, genau. Das ist nämlich diese Erntemaschine. Und hier oben sehen wir auch etwas Helfer einstellen. Der wird mir dann das ganze Feld hier schön machen. Also das heißt, wir müssen das nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur H, zack, und rausgehen. Und der macht das jetzt komplett automatisch für mich. Und ich kann mich in der Zeit mit etwas anderem beschäftigen, mit etwas Wichtigerem. Genauso wie hier. Hier können wir das Gleiche machen. Und wir haben im Moment, also wir hatten ein Budget von 100.000, so als Anfang. Und mal schauen, wie weit uns das bringt. Ich will einfach mal schauen, ja, so sind die Helfer. Na gut, ich will einfach mal schauen, wie das Let's Play bei euch ankommt. Ich könnte mir vorstellen, es wird ganz lustig. Es könnte ganz lustig werden, deswegen, ja, will ich das einfach mal testen. Und einfach mal schauen. Also, gut. Wenn ich jetzt sowas hätte, ich würde als erstes mal warten, jetzt erstmal, bis das Weizen hier komplett abgeerntet ist, weil dann kann man über dieses, ja, über die Maschine halt diese einzelnen Dinger hier, diese einzelnen Weizen, ja, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Ja, ihr wisst schon, von was ich hier rede. Einfach das Weizen halt, die Weizenkörner, genau. Hier in diesem Traktor mit diesem Auflieger hier. Und das können wir dann verkaufen, und zwar... Moment. Achso, nee, hier macht man sowas. So. Warte, wo ist das? Hier, genau. Und zwar ist hier drüben... Hier. Getreidemühle. Und dort können wir dann mit dem Traktor... diese Weizenkörner hinfahren und die dort halt verkaufen. Und wir können auch die ganzen Felder kaufen. Also mit der Zeit natürlich. Jetzt würde mich nur interessieren, wir haben kein Auto. Also das heißt, ich würde mir so ein Auto kaufen. Ich spiele mit Tastatur, weil ich habe gerade das Lenkrad nicht angeschlossen. Und ja, jetzt fahre ich erstmal zum Shop hier. Und ich werde mir jetzt als erstes mal ein Auto kaufen, so ein kleines. Ja, also ihr werdet wahrscheinlich gleich merken, ich bin ein kompletter Anfänger, ich habe noch nichts in diesem Spiel erreicht, noch überhaupt gar nichts. Deswegen wundert euch nicht, aber
Ja, ich mach's einfach so, wie ich das halt so machen würde. Ja, kaufen. So. Gut. Das hat uns jetzt 30.000 € gekostet. War wahrscheinlich keine schlaue Idee, aber ich mache das einfach so, wie ich das machen würde. Ich würde mir erstmal ein Auto kaufen. Ich bin ja so gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich werde diese erste Folge dann hochladen, weil ich habe ja jetzt das Tourist-Bus-Simulator Let's Play beendet. Und deswegen will ich halt ein neues Let's Play anfangen. Und wenn das Let's Play gut ankommt bei euch, dann werde ich das vielleicht zum ganz normalen Let's Play machen. So. Jetzt muss ich den Traktor nochmal abholen. Wir können hier mit Tabulator, also mit der Tab-Taste, zu den einzelnen Maschinen, die wir fahren können, springen. Damit wir die zum Beispiel einfach zurückholen. Einmal kann ich mich erinnern, habe ich einen neuen LKW abgeholt oder einen Traktor und dann bin ich hier aus Versehen in diesen See hier reingefahren und dann war das Fahrzeug natürlich weg. Also auch ganz peinlich. Ja, wie gesagt, ich bin kein Profi, ich habe nichts am Hut mit der ganzen Landwirtschaft. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus. Ich habe keinen Plan. Was hier wirklich mit Wirtschaft und mit allem, also das ist schon wirklich eine sehr gute Simulation. So, was könnten wir jetzt hier machen? Die machen ihre Arbeit ganz gut. Die werden zwar auch bezahlt, aber ist mir lieber, als wenn ich das selber mache. Da bin ich einfach so faul. Also ich kann das ja schon mal vorbereiten hier. Ich weiß nicht, wozu ich dieses Gewichtteil da machen soll. Ich meine, es klappt auch so wunderbar. So. 100% Weizen. Aha, Moment. Vielleicht können wir Saat wählen, Weizen. Moment. Aha, wir haben hier irgendwas drin, oder? Was? I entladen? Ach, das ist das hier. Und damit können wir das auch verteilen. Achso, aber zuerst mal müssen wir hier rüberfahren mit irgendeinem anderen Teil und das dann zu diesen Ballen da machen, oder? Sämaschine auffüllen. Das ist hier Gras. Wartet mal ganz kurz. Aha, Saat ausfüllen, genau. Weizen könnten wir hier theoretisch einfach das wieder. Nee, aber da muss doch das Teil. Genau, das muss rüberfahren. Und diese Dinger, die hier sind, die müssen weg. Das ist. Das sind, glaube ich, solche Späne oder irgendwie sowas. Und das macht man mit so einer Maschine. Aber ich glaube, ich habe die nicht. Ich müsste mir die kaufen. Genau, wir können hier auch einen Kredit nehmen. Aber ich würde das nicht machen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss mal schauen. Beim Händler, also ich muss nochmal hinfahren. Und einfach mal schauen, wie viel das so ein Teil kosten würde. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Aber es macht man so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein spezielles Teil. Was könnte es sein? Werkzeug im Moment hier. Irgendwie Ballen. Ballen irgendwas. Schwader.
Ich glaube, das ist so ein Anhänger. Ballentechnik, genau. So, und da. 9, ach du Sch. Aha, okay, da gibt es noch günstigere. 70. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich mir das denn leisten? Wartet, das ist 16 Ballen, 70.000. Das Teil kenne ich, ist vom Tutorial noch. Wie viel würde es mieten kosten? Initial Leasing Kosten 3.570. Okay. Ich würde sagen, was macht der? Aha, der Ding. Ich würde sagen, ich warte erstmal, bis der das hier fertig gemacht hat. Dann verkaufe ich das und dann kann ich mir vielleicht so ein Teil leisten. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Handwerk. Ich weiß das nicht. Aber ich will schlauer werden, deswegen mache ich das. Und wir können auch hier rein, seht man, also, es ist wirklich ganz, ganz gut. Na gut, wir können nicht überall rein. Ich weiß echt nicht, wie das Display bei euch ankommt. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll bei diesen Wartezeiten, weil wir haben jetzt nichts zu tun. Oder zumindest denke ich, dass wir nichts zu tun haben, weil hier. Gut, wir könnten hier eigentlich schon anfangen mit dem Säen. Können wir jetzt einfach Helfer einstellen? Macht er das? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, tatsächlich. Okay. Okay, also so funktioniert das. Und diese Säcke mit dem Saat, das können wir dann kaufen. Ah, okay, gut. Dann verstehe ich das. Gut. Oder komm, wisst ihr was? Ich mache hier, damit es nicht zu langweilig wird, weil ich weiß, dass für viele sowas eben langweilig ist, wenn ich einfach nichts tue. Deswegen schmeiße ich den Helfer hier raus. Der soll sich einen anderen Job suchen und ich mache das jetzt mal selber. Damit ihr wenigstens was zu lachen habt. Glaub, Faune. So, und jetzt einfach loslegen, oder? Was ist Spurreiser? Ah, ich glaube, das ist auch ganz hilfreich. Na gut, dann fahre ich mal, oder? Ah, anschalten, genau. Ja, funktioniert, okay. Okay, ich weiß schon, wozu man dieses Gewicht vorne hinmachen muss. Also können wir hinfallen, oder besser gesagt umfallen mit diesem Teil hier, weil das hinten halt eine Belastung ist, aber vorne nicht. So, jetzt abschalten. Gut. Es macht aber Spaß, muss ich wirklich sagen, weil so, man produziert halt irgendetwas. Kann man hier Spurreisen? Aha, so. Okay. Ja, aber ist ja auf der Seite. Und anschalten. Können wir Tempomat? Ja, können wir. Okay. Gut. Sieht vielleicht ein bisschen unprofessionell aus. Aber ich bin halt kein Profi. So, wisst ihr was? Ich hole mir das Gewicht da von vorne. Nein! Das ist doch ganz wichtig hier. Es geht sonst verloren, wir kriegen dann weniger. Ich weiß nicht, zu was diese Farm hier wird, wie sich das entwickelt. Ich neige halt schon
sehr gerne dazu, Quatsch zu machen. Gewicht senken. Damit wir halt ein Gleichgewicht haben. Aber so, die Idee ist schon mal ganz interessant. Ich habe schon den Landwirtschaftssimulator 2011, glaube ich, war das. Den habe ich auch schon mal gespielt. Also nicht Let's Played, sondern einfach nur gespielt. Das hat auch Spaß gemacht, weil da, das war halt ein bisschen einfacher. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so manche Spiele nicht so ganz interessant sind, nicht so ganz Langzeitmotivation besitzen, weil wenn das Ganze halt einfach zu kompliziert gemacht wird, dann ist es auch schwer, die Motivation weiterhin zu haben. Ja, wozu brauchen wir diesen Spurreiser überhaupt? Ja, dann ist es halt einfach auch schwer, die Motivation auch weiterhin zu behalten und nicht einfach die Geduld zu verlieren. Ich weiß, da hinten habe ich irgendwas ausgelassen, aber winter das jetzt. Ich sehe schon, diese ganzen Vögel kommen hier. Ich glaube, ich muss da gleich was kaufen. Ja, die fressen mir hier diese ganzen Körner weg. bald nicht mehr. Wartet nur ganz kurz, bis ich das hier noch fertig gemacht habe. Und dann komme ich noch zu euch. Ich weiß nicht, es gibt ja viele von diesen, viele Leute, die einfach Landwirtschafts fasziniert sind. So wie zum Beispiel Bus oder Zug. Da gibt es auch solche Menschen, die eben auch an der Landwirtschaft interessiert sind. Deswegen, ach Moment, Helfer D hat einen vollen Korntank, seht ihr? Und da kommen wir jetzt eben hier mit dem Teil hier an. Abdeckung öffnen. Und wir nehmen dem jetzt praktisch die Körner weg. Weil der hat jetzt schon zu viele und da müssen wir halt einfach, ich weiß nicht, ob ein richtiger Farmer hier über sein Feld einfach fahren würde. Wahrscheinlich nicht. So, aber ich will jetzt natürlich auch nicht, dass mein Feld kaputt fahren. Weil wenn ich hier über diese Dinger fahre, dann sind die natürlich eher weniger wert. So, ich weiß nicht, kann der vielleicht ein bisschen zurückfahren? Na gut, ich fahr schon rein. So, ja. Ich muss noch näher. Es ist schade um diese ganzen Körner hier. So. Ja, gut. So. Und der füllt mir das hier ein. Dann fahre ich das da hinten wieder zum Hof und dann geht's weiter mit dem Saatding. So. Gut, Moment. Ja. Da kann man jetzt nichts machen. Gut. Ich weiß nicht, wie lange die erste Folge gehen soll.
Aber ich denke mal, ich mache mal eine lange Folge diesmal. Dann soll es anfangen. So, gut. Wir können auch Zug fahren, aber ich weiß nicht, wozu. Deswegen als erstes jetzt mal brauchen wir das eher nicht. Sieh, diese Vögel, die bedienen sich ganz gut an meinen guten Weizenkörnern. Das ist ganz schön gemacht. Also man hat hier wirklich auch Aufgaben und wenn man halt das ignoriert, dann wird das auch Folgen haben. Und zwar, indem man dann natürlich weniger Körner hat. Am Ende. Aber wir haben schon was geschafft hier. Und ich will hier in diesem Let's Play auch wirklich realistisch spielen. Also so wie ich mich verhalten würde, wenn ich jetzt diese Farm hätte. Das Ganze muss auch noch gewässert werden, also ich muss hier mit der Gießkanne vorbeikommen und dann diese ganzen Körner bewässern wahrscheinlich. Aha, wir haben natürlich auch Ego-Perspektive hier. Aber ich mag lieber von außen, weil so können wir sehen, wie wir gerade fahren. So, der ist hier gleich fertig. Ich habe auf jeden Fall schon über die Hälfte gemacht. Aber geht schon, das ist schon ganz entspannt. Schon ganz gut. Okay, der ist jetzt fertig, also das heißt, der geht jetzt nach Hause. Der hat seine Arbeit erledigt. Wäre noch ganz nett, wenn er mir den Traktor dahin stellen würde, aber na gut. Ja gut, komm. Das werde ich jetzt nicht mehr machen, also da habe ich doch wirklich Besseres zu tun, als hier die ganze Zeit rumzufahren. Also ein bisschen geht, aber auch nicht, dass ich da jetzt die ganze Zeit rumfahre. Ups. So. Fertig. So, was machen wir jetzt? Ey! Ey! Du! Hallo! Der spinnt doch! Okay, gut, ich weiß schon, was ich machen sollte. So. Was ist das?
Genau, Pflanzenschutz. Acht, das ist auch teuer, ne? Warte, was ist das? Wie breit wird das? 21 Meter, okay. Jetzt die Frage, was ich hier. 36 Meter, das ist natürlich richtig viel, aber das kostet 84.000. Wisst ihr was? Ich verkaufe mal erstmal. Nee, da war ich doch. So. Ich sammle noch mal von dem hier ein, was er hier noch hat. Und dann gehe ich mal das Weizen hier verkaufen, aber das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, komm. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. So, stopp, bitte. Stopp. Ich helfe dem hier mal ein bisschen, weil so einfach leer lassen wir das hier natürlich nicht. Das ist natürlich immer das Problem, ich muss hier immer auf das Feld. Oder Moment, weil der fährt ja hier gleich. Oh! Der ist unberechenbar, dieser Helfer. So, wisst ihr was? Ich fahre jetzt hier mal. Ich will, dass der mir hier sein Saat. Dass der mir hier seine Körner. Genau, so. Warte. Moment. So. Dass der mir hier seine Körner hier rein tut. Und dann. Will ich das verkaufen? So, okay, 76%. Gut, dann fahren wir mal jetzt. Ja, okay, Inhalt. Wird gespeichert und. Hier müssen wir hinfahren. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, für die Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich würde mich freuen über eine Rezension oder besser gesagt eine Bewertung einfach, wie ihr das Video fandet, ob ihr mehr von dem Let's Play haben wollt, also ob ihr wirklich ein Let's Play von diesem Spiel haben wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao, euer Gaming Creek.